Ja, schönen guten Morgen, liebe Fahrradfahrer, liebe Fahrradfreunde. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt und gehen jetzt wieder auf Tour. Unser heutiges Ziel wieder Richtung Frankreich, haben wir ja gesagt, die letzten beiden Touren nochmal nach Frankreich rein. Und wir fahren jetzt wieder in Richtung Bitsch, in Richtung Lemberg. Schauen, dass wir da irgendwo schönes Päuschen machen können und kommen dann wieder hier zurück nach Hornbach. Wetter passt, bisschen windig ist, aber im Großen und Ganzen optimales Fahrradwetter. Wir freuen uns auf die Tour. Wäre schön, wenn ihr mit dran bleibt. Bis später. Los geht's hier. Berg hoch. Raus aus Hornbach. Ja, hier auf diesem Abschnitt waren wir noch gar nicht. Sollte schon was heißen bei dem, was wir alles erkundet haben. Der Breidenbach ziehen wir uns jetzt hier den Berg hoch. Wunderschöne Natur, nur grün um uns herum. So kann es doch gerne bleiben, oder? Hier rechts weg. Sind wir kurz vor Bitsch wieder hier an der Little Cloud ausgekommen, werden jetzt nach Bitsch reinfahren, uns verpflegen und dann geht's weiter. Nun waren wir gerade wieder in Bitsch beim Bäcker, haben uns eine Claire und Erdbeertörtchen gegönnt. Und fahren nun raus aus der Stadt, eine ganz schöne Baustelle hier, Richtung Lemberg. Nochmal hier so ein altes Stadttor, richtig schöne alte französische Stadt. In Bitsch selber alles so eng in der Altstadt, so viel Verkehr, wollte ich nicht filmen. Jetzt sind wir schon wieder raus, wunderschöner Radweg und wir sind auf dem Weg nach Lemberg. Raus aus der Stadt und wer weiß, was uns noch begegnet auf der Strecke. Und wieder die Bahn queren, wobei ich glaube, dass da nicht mehr viel passiert auf dieser Bahn. Ja, wunderschöne kleine Straße. Ab und an kommen Autos. Aber erstens nicht viele. Und zweitens ist uns aufgefallen, dass die Franzosen sehr ruhig, rücksichtsvoll fahren. Super, einfach. Macht Spaß hier Fahrrad zu fahren. Weiter Richtung Lemberg, wobei uns ja vorgestern aufgefallen ist, dass es bei Dahn auch ein Lemberg gibt. Das hier ist aber Lemberg in Frankreich. Wir sind wieder von der Route abgewichen. So ein toller Radweg hier. Dachte ich, da war gesperrt, aber nein, es geht wieder über diese Bahnstrecke, die, wie ihr seht, eher weniger befahren ist.
Und wir kürzen jetzt die Route wieder ab. Aber da wäre man ja wirklich blöd, wenn wir solche Radwege hier nicht nutzen. Perfekt, genial. Nicht viel los hier, ab und an mal ein Radler, der vorbeikommt. Ansonsten sind wir bis hier ziemlich alleine unterwegs. Haarnadelkurve für uns. Und weiter abwärts von Lemberg raus Richtung, keine Ahnung, ein Traum auf der Radweg. Der Radweg endet hier offiziell. Es geht weiter auf der Straße, die wirklich viel schlechter ist, als der Radweg war. Und keine Ahnung, wo wir jetzt durchfahren. Ich schwärme nicht mehr. Ich genieße nur noch. Ich habe gerade zur Kathi gesagt, wenn Radfahren glücklich macht, dann ist es mit Sicherheit hier der Fall. Ein bisschen Obacht geben. Stoppschild. Naja, hat keiner gesehen. Und hier ist doch schon wieder Kunst. Und schon wieder anhalten. Ich muss hier weiter filmen, das ist ja grandios. Das ist ja wirklich grandios hier. Und wieder ein Krachmacher unterwegs. Jedes Mal, wenn ich die Kamera anhabe. Mal anhalten, uns hier umschauen. Hier ist so leer in den Dörfern, das ist sagenhaft. Viele Häuser stehen leer, Jalousien runtergezogen, viel zu verkaufen. Aber wunderschön. Wieder raus aus Saint-Louis-le-Beach. Das wird wieder eine Tour werden. Wir kommen wieder nicht voran. Kathi sagt, es ist noch kein Mittag, ist noch nicht 12. Da nutzt uns auch diese sonnige Bank nichts. Und schon wieder hier eine Mühle, wo wir doch schon wieder anhalten müssen. Heute gerade ein paar hundert Meter gefahren. Und wieder geht's an den Straßenrand Foto machen. Zwar Straße, aber wirklich kein Verkehr. Ordentlich hier die Serpentinen hoch. Und hier geht's schon wieder runter. Super. Jetzt ging es wieder richtig steil runter aus dem Ort in dieses Tal. Fantastisch. Radlerherz, was willst du mehr? Ja, Freunde, so bekloppt muss man sein. Fahren wir durch Rorschach de la Beach.
und bilden uns ein, dass wir noch mal zum Lidl anfahren müssen. Jetzt haben wir die Taschen voll. Ein bisschen was in der Kühltasche. Und sind jetzt bestimmt eine 5 Kilometer Schleife gefahren. Der Wind, wie ihr seht, echt frisch. Stimmt gar nicht. Frisch ist er nicht. Böig stark ist er. Auf den letzten Kilometern. Wieder so ein ganz, ganz toller Radweg. Dort drüben nach Frankreich. Hier sind wir schon auf deutscher Seite. Wieder durch die Felder. Wieder Richtung Hornbach. Ja, wird wieder ein bisschen mehr, wie wir geplant haben. 76 haben wir geplant. Es werden locker über 80 Kilometer heute. Ja, liebe Fahrradfreunde, unsere Tour Richtung Beetsch und Lemberg geht langsam zu Ende. Gigantische, muss ich schauen, 82, 83 Kilometer vielleicht, die wir erleben durften hier in diesem wunderschönen Radgebiet. War auch heute wieder wirklich genial. Der Wind frischt vielleicht ein bisschen stark auf, aber mit Motorunterstützung ist das Ganze doch kein Thema. Und wenn alles gut geht, sind wir morgen nochmal hier im Bliesgau von Hornbach aus unterwegs. Wir haben nochmal Frankreich geplant über den Blies-Radweg bis nach Frankreich rein. Schauen wir mal. Morgen letzte Chance für uns, dann geht's wieder nach Hause. Hier nochmal die allerletzten Eindrücke. Hier waren wir jetzt selber noch nicht. Super schöner Waldweg. Jetzt wird es ja doch noch hier abenteuerlich. Habe ich euch mitnehmen können. Ist gut gegangen. ,85 bis Hornbach. 2,85 Kilometer. Nicht 285. Endspurt für uns. Und somit sagen wir beide vielen Dank fürs Reinschauen. Wäre schön, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das nächste Mal auf der nächsten Tour wieder mit dabei seid. Die Tour ist empfehlenswert. Findet ihr in Komoot auf unserem Kanal Hauptsache unterwegs. Wir sagen danke, bleibt gesund, fahrt viele schöne Touren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagen Kathi und Holger.